Hallo meine Lieben, ich habe euch vor einigen Wochen diese tollen Nägel gezeigt. Unter anderem habe ich, wie ihr sehen könnt, Steinchen gesetzt und sie sind immer noch dran. Welchen Trick ich angewendet habe und welches Produkt ich euch für Bling Bling und Co. empfehlen kann, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Bleibt also gerne dran und vergesst auch das kostenlose Abo nicht. Viel Spaß mit dem Video, los geht's! Bevor ich euch das Wunderprodukt vorstelle und zeige, wie ich neue Steinchen setze, muss ich die alten natürlich erstmal entfernen. Dafür empfehle ich eine ausrangierte Nagelhautzange. Damit lassen sich Steinchen am einfachsten ablösen. Und wie ihr hier, glaube ich, gerade schon gut sehen konntet, ist das Produkt so leicht gummiartig, sprich hochflexibel. Das bewirkt übrigens, dass die Steinchen so extrem gut halten. Was das fürs Ablösen heißt, das könnt ihr euch sicherlich denken, ihr müsst es mit Aceton ablösen. Da man jedoch nur eine dünne Schicht aufträgt, um Steinchen zu befestigen, geht das wirklich sehr schnell. Einfach ein Wattpad mit Aceton tränken, kurz einwirken lassen, nicht mehr wie 10 bis 12 Minuten. Sonst bewirkt es genau das Gegenteil und nach der Einwirkzeit die Folie einfach entfernen und ihr könnt das Produkt mit einem Pro-Pusher zum Beispiel ganz einfach runterschieben. Im Anschluss, wenn ihr alles entfernt habt, könnt ihr dann auch wieder wie gewohnt euren Fräser nutzen, ohne dass euch die Schleifkappe oder eben der Fräserbit verklebt. Eine kleine Anmerkung, ihr habt das Wunderprodukt sowieso schon auf meinem Kanal gesehen, denn man kann damit auch Soak of Press-Ons arbeiten, aber das ist ein anderes Thema. Ein weiteres Thema, welches ich ansprechen möchte bezüglich der Stresssteinverarbeitung. Wenn ihr so wie ich gleich ein komplettes French damit arbeiten wollt, solltet ihr unbedingt darauf achten, dass ihr eure Modellage sehr viel schmaler feilt, als sie eigentlich werden soll. Denn Strasssteine tragen natürlich etwas auf. Ich habe mir jetzt hier den Aufbau mit Clear gearbeitet, habe alles in Form gefeilt und arbeite on top mit den neuen Rubber Base Gelen von Born Pretty. Und zwar sind das diese bunten Rubber Base Gele in Glasgel-Optik. Ihr könnt die auch für den Aufbau nutzen und damit einen wunderschönen Effekt zaubern. Ich habe jetzt hier so eine Art Strumpfhosen-Effekt gezaubert. Und hier seht ihr schon mein Wunderprodukt für die Strasssteinverarbeitung. Es ist das Nail Tips Gel von Born Pretty. Ich hatte, wie angekündigt oder wie schon erwähnt, damit auch schon Press-Ons gearbeitet. Dafür ist es auch geeignet. Man muss eben nur beachten, dass man es nicht befeilen kann. Ich habe jetzt hier eine dünne Schicht aufgetragen, beziehungsweise eine ja etwas üppigere Schicht, entschuldigt bitte, ich bin erkältet, wo ich dann eben meine Strasssteine drin versenken kann. Je größer der Strassstein, umso mehr braucht ihr von dem Produkt. Nehmt aber jedoch nicht zu viel, nicht dass euch die Strasssteine in dem Gel so doll versinken, dass sie eben nicht mehr zur Geltung kommen. Im Anschluss, nachdem ihr ausgehärtet habt, solltet ihr mit Versiegelungsgel nochmal komplett darüber gehen. Sprich zwischen die Steine, nicht über die Steine, sondern die Zwischenräume gut damit ummanteln, sodass ihr eben kein klebriges Gefühl mehr habt. So schaut das Endergebnis einmal aus. Wir lieben dieses Bling-Bling-Gedöns. Das ist nicht jedermanns Sache, aber ich hoffe, ich konnte euch in diesem kurzen und knackigen Video zeigen, was ihr benutzen könnt, wenn ihr ebenso wie wir auf Strass steht und ihr eben eine haltbare Strasssteinmodellage arbeiten möchtet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns bei meinem nächsten Video am Sonntag wiedersehen. Bis bald, meine Lieben. Ciao!